Von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen kurz vor Weihnachten. Ich möchte euch heute ein wenig in die Welt vom Sport eintauchen lassen. Ich habe da ein paar Beispiele, Videos wie auch Foto mitgenommen in der Präsentation. Und mir ist auch wichtig, dass ihr euch über die Chat-Funktion immer wieder Fragen stellen könnt oder ihr könnt sie auch persönlich stellen, wenn ich da bei einer Folie bin oder so, wo ich noch etwas ausholen soll oder vertiefter. Also von dem her soll das auch ein wenig interaktiv sein, dass ich da nicht einfach in den Screen hinein rede. Genau, vielleicht kurz zu meiner Person. Eben, ich bin Flavio, ich habe mal an der Hochschule Luzern studiert, Bachelor und Master, und habe dann vor 5 Jahren eine Agentur gegründet, die nennt sich jetzt GLA United. Wir sind da sozusagen ein Full-Service-Anbieter im Bereich Marketing, aber auch mit einem starken Fokus auf den Sport. Da komme ich nachher dazu. Ich wollte früher mal Eishockey-Profi werden, bin dann mit einer Verletzung leider mit 20 Jahren gescheitert. Mein Traumjob ist eigentlich immer noch Greenkeeper in Wimbledon. Vielleicht wird das ja noch mal was. Und genau, und bin ein unsympathischer Chelsea-Fan wahrscheinlich, weil da gibt es nicht so viele Anhänger und der Club ist eher unsympathisch bei den meisten. Das ist so kurz gesagt zum Sportlichen zu mir. Genau, wir können uns gerne dann noch über LinkedIn connecten, die möchten, kann dann auch gerne die Präsentation zusenden, etc. Also von dem her einfach melden. Genau, zu GLA United. Wir haben auch eine Abteilung, die heißt GLA Sports, dass ihr einfach seht, von wo, dass ich jetzt das Ganze auch ein wenig ausführen werde. Wir machen einerseits Athletenmanagement, aber das ist heute nicht das Thema, sondern eher der Bereich Sportmarketing. Einerseits auf Seite von einer Sportorganisation oder andererseits auch von einem Unternehmen, das gerne eben eine Sportorganisation sponsort oder unterstützt. Genau, und ihr seht, wir haben da schon namhafte Projekte im Sportbereich durchführen können. Ich gehe jetzt dann heute auf den Case der Champions Hockey League dann näher ein. Und genau, und wir sind stationiert hier in Zug. Ich bin jetzt auch in Zug und wir haben noch ein Büro in Shenzhen und in London und sind etwa 50 Mitarbeitende. Genau, das ist einfach so mal ein kurzer Abriss zu meiner Funktion und von woher, dass ich komme. Genau, aber gehen wir ins Thema ein. Was sind jetzt so die aktuellen Challenges im Sportbereich? Genau, ich habe jetzt da ein Bild genommen, kann da auch sonst ein Bild nehmen aus einem Sportstadion, aber es geht hier mehr jetzt um die Fans, dass viele Sportclubs oder Sportorganisationen, die wissen, dass das Stadion ausverkauft ist, aber sie wissen nicht, wer ins Stadion kommt und was diese Personen alles machen. Also wenn wir jetzt hier exemplarisch die Dame nehmen mit den blonden Haaren, die sticht da sehr gut heraus hier. Der FC Chelsea jetzt in diesem Beispiel kennt diese Person nicht. Sie weiß nicht, kommt die an jedes Heimspiel, ist die auch an den Auswärtsspielen, was macht sie 2 Stunden vor dem Spiel, was trinkt sie während dem Spiel und so. Eben diese ganzen Interaktionen mit dieser Dame weiß der FC Chelsea nicht. Das ist schon mal so die erste Challenge, dass die Sportclubs eigentlich ihre Fans gar nicht kennen. Eben, und ihr seht jetzt Chelsea, das ist auch ein Grund. Ganz schnell, ja. Marcel, Warteraum. Dankeschön. Genau. Ich möchte damit sagen, dass auch ein FC Chelsea, der in einer Premier League spielt, auch Champions League spielt, dass die nicht einmal auf diesem Stand sind, dass ihre Fans kennen. Jetzt können wir doch das auch ableiten und denken, ja, der EVZ, wo wir jetzt auch Sachen machen, oder die kennen das dann sowieso nicht. Genau, also schon auf der höchsten Stufe kennen sie die Fans nicht. Dann ein anderer Punkt ist, das sind jetzt so diese Sponsoring-Möglichkeiten, die Sportorganisationen anbieten. Ist mir auch klar, ich habe das jetzt sehr abstrakt hier zum Zeigen. Es ist alles noch sehr altmodisch. Auch wenn wir jetzt an Sportclubs herangehen oder auch Unternehmen unterstützen, dass jetzt, keine Ahnung, beim Davidoff Swiss Indoors da auch noch sagen, hey, habt ihr noch eine coole Möglichkeit, was wir da machen können, etc. Die Leute
die verstehen einfach auch noch nicht, was mit den neuen Technologien alles möglich ist. Oder es heißt dann immer aus diesen Sportorganisationen, ja, wir haben schon alles besetzt, wir haben gar keine Möglichkeit, neue Sponsoren aufzunehmen oder etwas zu machen. Also das sind jetzt für mich so die zwei Hauptchallenges, die es jetzt in diesem Sportmarketing, wo halt auch noch das Sponsoring drin ist, eigentlich vorkommt. Und auf das möchte ich jetzt näher eingehen. Genau, weil das Ganze, die ganze Digitalisierung, das erleben wir jetzt mit Corona noch verstärkter, eigentlich in jedem Bereich, aber auch im Sportbereich ist die Digitalisierung immer noch am Anfang. Also da gibt es noch nichts Bahnbrechendes oder etwas, wo wir sagen, hey, das müsste ja eigentlich normal sein, dass man im Sport mit dieser Digitalisierung jetzt auch etwas wie Prozesse optimieren oder eben marketingtechnisch etwas ja, Innovatives, Kreatives auf den Markt bringt, das ist noch nicht der Fall. Das ist alles noch in der Kinderschule. Hier möchte ich einfach mal ein Beispiel zeigen. Wenn ihr jetzt eben einerseits im Stadion seid oder ihr schaut zu Hause ein Fußballmatch, dann seht ihr, dass ja, die Bandenwerbung, die ist jetzt alles elektronisch, dass die eigentlich heutzutage schon, also vor allem bei den großen Clubs so, dass die eigentlich ihre Werbeplätze spezifisch verkaufen können. Also im Stadion sieht man jetzt den einen Banner, aber wenn man jetzt zum Beispiel in China dieses Spiel schaut, dann sieht man hinten im Hintergrund bei der Bannerwerbung immer chinesische Zeichen. Aber wenn ich jetzt das hier aus der Schweiz schaue, dann sehe ich zum Beispiel Coca-Cola und nicht das also die chinesische Werbung. Und das macht einen großen Unterschied jetzt zum Beispiel für Dortmund aus, weil da müsst ihr, ich habe jetzt kein passendes, schönes Bild gefunden, aber ihr könnt das sonst mal eingeben, weil da sieht man eigentlich perfekt, wie Opel dann die Werbung macht. Also wenn jemand in Deutschland das Spiel schaut, dann ist die Opel-Werbung auf Deutsch. Wenn jemand in Shanghai sitzt und dieses Spiel schaut, dann kommt die Opel-Werbung in Chinesisch. Und wenn man das noch in New York schaut, dann kommt sie auf Englisch. Also ihr seht, da kann man schon wieder mit neuen Technologien, kann man da wieder voll das Ganze ausschöpfen und noch mehr Sponsoring-Einnahmen jetzt auf Seiten einer Sportorganisation einholen, aber auf Seite von einem Unternehmen kann man da wirklich spezifisch auf die einzelnen Ländersprachen seine Werbung anpassen. Dann, das ist jetzt aus der Instagram-Story von Barcelona. Die machen das, also das machen heutzutage fast alle, auch Schweizer Spitzenclubs machen das auch, dass sie die Matchaufstellung präsentieren vor dem Spiel. Nachher eben ist jetzt hier Halbzeit, dann das Endergebnis und am Schluss noch die Statistiken. Das machen, können wir sagen, das machen fast alle. Aber wenn ihr jetzt genau hinschaut, ist schon mal hier ein Sponsor drauf. Das ist so ein Game, das PS 2021. Die sind genau sozusagen gebucht, immer für das Line-Up. Dann in der Halbzeit kommt immer ein Wettanbieter. Das Endergebnis wird dann immer auch vom Hauptsponsor, wo sie auf dem Shirt haben, präsentiert. Und das ist jetzt auch sehr innovativ. Das Letzte, das ist Seat Cupra, Sponsor, dann eigentlich immer die Statistiken zum Spiel und die kommen immer wieder. Oder ihr seht, und das will ich mit dem sagen, die verdienen da recht viel Geld, weil die auch logischerweise eine große Reichweite haben, etc. Aber auch hier in der Schweiz, also da stehen wir aktuell bei dieser Challenge, weil ihr wisst ja selber, man kann jetzt Eishockey, zum Beispiel ein Eishockey-Spiel ist ohne Zuschauer. Und dann ist auch schon wieder die Frage, wo kommt ja, was können wir jetzt anbieten unseren Sponsoren an Fläche, oder? Und das wäre jetzt so eine Möglichkeit, dass man das so aufbereitet. Aber da denkt man noch nicht daran oder man sieht einfach, ja, sie haben das Know-how nicht, dass sie wissen, dass solche Möglichkeiten bestehen. Oder ein anderes gutes Beispiel ist Zwift. Das ist so ein Anbieter, wo man eigentlich über eine App die Radrennen nachfahren kann oder mitfahren kann, zum Beispiel eine Tour de France etc. Und hier ist das Spannende, dass ein Team, also man kann sich dann einloggen und das eine Team hat dann eben eine Partnerschaft mit Zwift und die sehen dann, wie die Community auch diese Strecke, zum Beispiel die Alpe d'Huez, ja, abgefahren ist. Und das ist jetzt kein Witz.
Die haben sogar Leute aus dieser Community dann rekrutiert, die jetzt heute für dieses Team an der Tour de France teilnehmen, dank dieser Möglichkeit, dass sie sehen, dass sie zu Hause ambitionierte Fahrer, junge Fahrer, die das Nachfahren in ihrem Training so sozusagen akquirieren können. Und das hat so ein Team jetzt gemacht, wo ein Fahrer aus Zwift entdeckt wurde und an der Tour de France mitgefahren ist. Dann gibt es auch noch einen speziellen Ansatz vom 1. FC Köln aus der Bundesliga. Der hat sogar ein Förderprogramm gemacht für Startups, aber die sind alle aus dem Sportbereich, also jetzt nicht einer aus der Fintech-Branche oder so, so etwas, sondern alles wirklich Startups, die sich auf innovative, neue Themen im Sportbereich fokussieren und dort eigentlich sich dann behaupten möchten. Und man kann sich jetzt hier eigentlich über dieses Programm, können sich solche Startups bewerben und wenn man dann da aufgenommen ist, unterstützt dann einem der FC Köln bei seinen, bei seinen innovativen Ideen, die man umsetzen möchte. Und dann ist der FC Köln auch immer der, der dann diese Ideen als erstes in seinem Umfeld dann anbietet. Dann habe ich jetzt einfach noch etwas sehr Spezielles, auch von Sponsoring-Seite her. Ihr seht einerseits Golf oben links, da geht es um den Charles Schwab Göpp. Charles Schwab, das ist so eine Investmentfirma und die haben dieses Sponsoring nur aus einem Grund gemacht. Also die wollen nicht die Zuschauer abholen, sondern nur die Spieler. Also das ist für mich jetzt auch so ein Sponsoring, das sehr mutig ist. Man macht ein Sponsoring nur für die Spieler. Sie wollen eigentlich die vermögenden Spieler eigentlich so ansprechen und sie abholen und das Publikum, ja, wenn dann auch noch ein Millionär dazukommt aus dem Publikum, wo gerne bei Charles Schwab seine Dienstleistung beziehen möchte, ist das schön. Aber der Hauptfokus bei ihnen liegt ganz klar nur auf den Spielern. Dann auf der rechten Seite ist das Dortmund-Shirt zu sehen. Er ist jetzt da, Evonik ist jetzt nicht mehr Sponsor von Dortmund, aber sie haben das Sponsoring nur gemacht, weil sie an die Börse gehen wollten. Also sie sind dann auch an die Börse gegangen, ist ein Chemiekonzern. Und das war nur zum Auffallen und einen gewissen Aufmerksamkeit zu generieren, haben sie dieses Sponsoring eingegangen, wo dann ein paar Millionen gekostet hat. Aber anscheinend hat das auch funktioniert, dass man dann mehr Aktien platzieren kann. Und dann aus dem NASCAR ist das Army vorne drauf. Das ist auch noch speziell, oder? Weil die Army, die US Army weiß, ihre potenziellen Army-Leute, die schauen NASCAR und darum sponsoren sie auch. Eines der wenigen Sponsorings der US Army ist dann ein NASCAR-Team, das sie sponsoren, damit sie neue sozusagen Soldaten rekrutieren können. Also da sieht man auch, dass man da auch einen gewissen Mut haben muss und auch sich sehr klar differenzieren sollte, warum man auch so ein Sponsoring macht. Aber mit diesen drei Beispielen wollte ich euch nur einmal so kurz einen Abriss geben, dass es eben auch sehr mutige Sponsoring gibt, meiner Meinung nach, dass man da den Fokus wirklich voll auf eine Segmentierung legt. Genau, dann, das ist jetzt alles schön und gut hier, aber genauso im Bereich vom Sport oder Social Media ist für jedermann, ja, ist ja logisch, wird immer wichtiger und so, aber wenn man wirklich mit den Clubs oder jetzt auch mit den Athleten spricht, oder die wissen gar nicht, wie sie mit Social Media umgehen müssen. Also wir haben eben auch Athleten und wir merken jetzt bei den Verhandlungen mit potenziellen Sponsoren, ist das Social Media schlussendlich eigentlich der wichtigste Treiber in ihrem Sponsoring-Konzept. Und auch, das sehen wir jetzt bei eben vielen Sportclubs hier in der Schweiz, die kommen auf uns zu und sagen, ja, wir haben keine Möglichkeit mehr im Stadion etwas zu machen. Wie können wir das gegen außen präsentieren? Und auch da haben sie schon eine große Reichweite, aber das Social Media, das wird total vernachlässigt. Oder das ist immer noch, obwohl das viele denken, ja, das ist logisch, ist das überhaupt noch nicht angekommen in der Sportwelt. Dann ist, wie schon gesagt, die ganzen neuen Technologien, da habe ich nachher ein paar Videos, die ich gerne zeigen möchte, was für einen Mehrwert man heutzutage bieten kann und was auch Unternehmen bereit sind
zu bezahlen. Also da ist dann auch ein Video von Chelsea mit Willem Hill, das ist so ein Wettanbieter, das zeige ich euch nachher. Also die zahlen ein paar Millionen, damit sie solche coole Videos machen können. Dann eben Sponsoring, da sind die Clubs eigentlich am Limit angekommen und sagen, ja, wir haben keine Ahnung mehr, aber auch hier mit neuen Technologien kann man eigentlich wirklich neue Ansätze angehen, plus man kann auch neue Geschäftsfelder angehen und da kann ich euch dann den Case von der Champions Hockey League näher aufzeigen, wo ihr dann seht, was ich damit meine. Ein anderer Punkt ist auch, dass die ganzen Daten, diese Datensätze, wo Sportclubs haben, die haben sie früher eben das Ticketing oder das ganze Merchandising, das haben sie alles ausgelagert. Aber jetzt nehmen sie eigentlich alles wieder zu sich, weil sie merken, diese Daten, die sind relevant für sie. Also eben auch beim Ticketing, wer kauft Tickets, wann kaufen sie die Tickets, oder Merchandising das Gleiche, wann machen wir Umsatz, wann nicht, wer kauft was etc. Drum ist jetzt so der Trend, dass eigentlich alle Sportclubs, auch schon in der Schweiz, eigentlich ihre Sachen wieder zu sich nehmen und alles von den Drittanbietern wegnehmen, damit sie dann eben Zugriff auf diese Daten haben, wo sie sonst nicht haben. Und nachher ist das andere, die ganze ja, Awareness, also beziehungsweise das ganze Know-how in der Digitalisierung, das fehlt noch. Und es gibt auch noch nicht so die digitale Kultur, wie wir das jetzt bei größeren Konzernen oder bei Startups bei Jungen kennt, wo da wirklich alles digital eigentlich gut verankert ist, ist das immer noch so ein Feld, wo viele sich noch, ja, noch nicht wissen, wie sie das Ganze betreten sollten oder überhaupt kein Know-how in der ja, in der Geschäftsleitung vorhanden ist, die dann entscheiden müssen, was man macht oder nicht. Genau, ich habe da ein paar Videos. Ich möchte da nur ein paar. Ich kann das sonst euch dann zusenden. Dann habt ihr da auch einen Zugriff. Eines ist eben mit Chelsea, mit William Hill, das ist so ein Wettanbieter und die bezahlen etwa 20 Millionen pro Saison, dass sie eigentlich schlechte, also man kann das jetzt sagen, sie sind nicht auf dem Shirt oder irgendwo drauf, sondern sie können einfach Content generieren und der wird dann meistens so aufgestellt. Okay, gentlemen, welcome to the William Hill Speed Challenge. The player that navigates his drone around the course, the quickest... William, ich sehe die Video nicht. Sehen wir nicht, sorry. Ich muss schnell stoppen, den Bildschirm und den anderen aufnehmen. Ja, sorry. Auswählen. Genau. Genau. Jetzt sehen wir es. Perfekt. Okay, gentlemen, welcome to the William Hill Speed Challenge. The player that navigates his drone around the course the quickest and gets it down across the line and into the goal will be the winner. Bragging rights on the line. And one of you is going to lead with this bad boy. Fang off us now. There you go. May the best man win. First up, Marcos Alonso. Game on, set, play. Wow! It's there. Woo! Come on, just sit there. That is quality, big man. Genau, ihr könnt das Video dann sonst mal dann zu Ende schauen, diese 2 Minuten 30, aber ihr seht, da ist William Hill eigentlich eher im Hintergrund und es ist auf eine coole Art und Weise positioniert sich jetzt William Hill und eben dieses Video wird dann auf den Kanälen von Chelsea und auch von William Hill geteilt und das hat dann eigentlich eine sehr hohe Reichweite und ist etwas ein etwas anderer, lockerer Content, wo aber dann auch wieder sehr sympathisch auf William Hill zurückführt und andererseits hat Chelsea wieder mit so einem Content-Welt, wo sie jetzt hier für ihre Sponsoren aufgleisen, haben sie eigentlich auch wieder mehr die Möglichkeit für viel mehr Einnahmen. Oder ob man dann jetzt eben in ihrem Fall 20 Millionen mehr oder weniger hat, macht dann auch etwas aus. Genau, oder nachher gibt es so im Stadion, man denkt nur Barcelona, das Camp Nou wird wahrscheinlich täglich, also jetzt vielleicht jetzt mit Corona weniger. Aber auch hier mit solchen Aktionen, wie wir jetzt da sehen in diesem Video, kann man eigentlich sehr viel herausholen
Und auch wieder einen Sponsor kann sich hier, ein Unternehmen kann sich hier auch wieder sehr sympathisch präsentieren. Plus es ist nicht aufdringlich, überhaupt nicht, sondern es hat noch einen schönen Nebeneffekt. 5G Experience, Polls with the Pros, live at AT&T Stadium. Check it out, man. Oder mit diesem Beispiel jetzt nur FC Barcelona, man ist im Camp Nou, man kann dann sozusagen sich auf den Rasen vom Camp Nou platzieren und nebendran steht dann Messi und jeder meint dann, man ist jetzt mit Messi im Camp Nou gewesen, kann das auf den sozialen Netzwerken teilen etc. Auch hier oder entsteht wieder ein Erlebnis für den Fan. Aber andererseits eben kann man dann unten powered by weiß auch nicht was hinschreiben und das gibt dann auch wieder eine gewisse Reichweite. Und jetzt kommt noch das letzte Video. Das ist aus einem Basketballstadion. So die Pausenspiele, die sind bei den Sportclubs eigentlich auch immer so aufgebaut, dass die eigentlich recht schlecht sind, weil in der Pause müssen die Fans konsumieren. Und darum sind diese Pausenspiele eigentlich immer so beschissen. Aber hier wäre jetzt meiner Meinung nach etwas Cooles, wo man dann sogar noch einen schönen Nebeneffekt hat für die Konsumation, die dann folgt. Genau, oder wie ihr jetzt eigentlich aus diesem Beispiel sehen könnt, geht dieses Game, also es hat ja heutzutage eigentlich jeder Sportclub, also jetzt im oberen Bereich, eine gute Infrastruktur, auch eben solche Jumbotrons nennen sich diese Würfel in der Mitte, wo man da so ein Pausenspiel in 2 Minuten oder sogar in einer Minute kurz durchführen kann, mit dem Handy eben, ist auch wieder interaktiv, es gibt wieder ein Erlebnis für den Fan. Und nachher könnte man jetzt zum Beispiel eben für die Pause, wenn man genügend Basketballbälle jetzt in diesem Beispiel eingesammelt hat, kann man nachher eigentlich für 10%, 20% oder mit einem Discount von 50% kann man nachher seine Pausenverpflegung sozusagen einkaufen gehen. Und ihr seht, oder es ist eigentlich alles hier logisch, aber eben bei den Sportorganisationen oder eben auch bei Unternehmen, die gerne solche Sachen anbieten möchten, ist einfach das Know-how gar nicht vorhanden, dass man weiß, dass es so etwas gibt. Genau, dann wechsle ich wieder zur Präsentationsmodus rüber. Genau, also jetzt das ganze Thema. Jetzt im Sport geht auch immer um das Fan-Engagement. Das ist sozusagen das neue Buzzword, was es gibt und was das genau heißt. Wir haben da für die Champions Hockey League etwas aufgegleist. Das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Vielleicht kurz einfach die Champions Hockey League. Das ist eigentlich das Pendant zur Fußball-Champions League. Einfach, dass alles viel kleiner ist als im Fußball. Eben, es nehmen da 32 Clubs teil und was einfach wichtig zu sagen ist, das Kernteam, das besteht eigentlich nur aus 7 Mitarbeitenden. Oder? Und wir standen dann vor, also wir durften auch mitpitchen, aber standen vor der Herausforderung, dass die Stakeholder die Champions Hockey League, die Relevanz nicht ernst nehmen, aber die Liga hat eigentlich keinen Stellenwert bei den Medienclubs, Spielern, Fans, was es alles noch gibt.
Und da ist jetzt die Frage, war dann, ja, wie können wir diese Relevanz mit einer Kampagne oder mit was auch immer steigern? Und da haben wir dann uns auch überlegt, okay, wo kann man ansetzen? Und die, genau, ich habe es eigentlich schon vorweggenommen mit dem Fan am Anfang, es ist der Fan. Also wir haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie den Fan in den Mittelpunkt stellen. Und dann war auch immer die Frage, ja, was ist ja, das Bedürfnis oder der Need vom Fan, was er haben möchte? Weil wir gingen dann davon aus, wenn der Fan die Liga als relevant sieht, dann sehen es auch die Medien als relevant, weil eben die Stadien auch voller sind. Die Spieler, die Clubs nehmen es auch ernster, wenn sie nicht vor halbleeren Rängen spielen, sondern wenn sie in einem vollen Stadion spielen etc. Also gingen wir davon aus, wir müssen den Fan abholen. Und wie wir das so ein wenig kurz angegangen sind, ist auf der einen Seite, ja, was ist eben der Fan, was macht er an einem Spieltag oder was interessiert er jetzt am Eishockey jetzt in diesem Fall spezifisch? Also wir gingen da wirklich so ein wenig in die Experience vom Fan rein, was möchte er? Und das ist halt wichtig, dass man da dann neue Ansätze kreiert und nicht einfach das Hier und Jetzt nimmt, sondern diese Customer Journey, wo ihr wahrscheinlich alle kennt, wie das aussieht, so eine Fan-Journey aufgebaut haben und gesagt, okay, was will er an welchem Touchpoint eigentlich ja, bekommen. Und nachher ging es auch dadurch, also weil das ja das Ganze international ist, europaweit, oder sind dann halt schon so Offline-Thematiken wie Plakatwerbung etc. alles ausgeschlossen gewesen. Und eben mit dem Hintergedanken, sie sind 7 Leute, sie können hier jetzt nicht noch einfach neu 20 Leute einstellen, also man muss etwas machen, das eigentlich auf die Organisation passt und dass da nicht große Veränderungen angegangen werden müssen. Dann haben wir auch mal analysiert, wie sie denn jetzt das Marketing machen. Also ihr könnt euch eigentlich vorstellen, sie haben einfach eine Newsletter-Datenbank gehabt und haben eigentlich an alle das gleiche Mailing gesendet, obwohl diese, also sie hatten eine sehr kleine Datenbank an Fans, haben sie einfach alles geschickt. Also das heißt, sie haben gesagt, hey, Bern spielt in Göteborg bei Frölunda. Wer Interesse für Tickets hat, kann jetzt hier buchen. Aber eben, es ging an alle und da waren nicht alle SCB-Fans ja, in dieser Datenbank, sondern auch noch andere Fans von Zug Zürich oder eben international von tschechischen, finnischen Teams. Also haben wir da auch gedacht, okay, da müssen wir auch optimieren. Und nachher entstand ein neues Geschäftsmodell und das möchte ich jetzt euch kurz zeigen. Das wurde dann eine Plattform und wie die funktioniert hat, das gibt es hier auch ein kleines Video, weil das erklärt es besser, weder wenn ich das erklären würde. Genau. Das wäre das da. For the CHL Fan Challenge. Support your team and show us that you are the best fans of the Champions Hockey League. Visit the website now, chlfanchallenge.com, to collect points in various games. Here are some of the games waiting for you. New games were developed, for example, the Hockey Passer, Infinity Player, and the CHL Air Hockey game. In the modified version of the Hockey Manager, you can choose the best individual players among all teams and insert them into your lineup for each game day. Guess the winner of each game in the prediction game. Shine with your hockey know-how and complete weekly quizzes. Vote for your favorite goal song or your favorite club promotion video and much more. Start now and win exclusive prizes. As a main prize, you can win a VIP trip to the Champions Hockey League finals. Here's how it works. Sign up on chlfanchallenge.com, then choose your favorite team and away you go. Start collecting points. To stay up to date, you can check your own ranking as well as the ranking of your favorite team. Additionally, fans can now also choose non-participating teams who have played in the CHL in the past. The alumni club ranking will be held separately and display the standings of the non-participating clubs. By visiting the travel site, you can even plan your trip to the next CHL game. There you will find recommendations for each city about things to do, great hotels, traditional bars and restaurants. Join the CHL Fan Challenge now.
Genau, das wäre so die Funktionsweise. Das, was noch zu, also zum Anmerken ist, dass diese Fangruppierung, also man eben, wenn man sich einloggt, muss man sich ja für ein Team dann sich entscheiden, für welches man auch Punkte sammelt. Und dieses Team, das dann am Schluss am meisten Punkte hat, dieses Team bekommt dann ein Preisgeld von ein paar tausend US-Dollar an die Fans. Und das ist eben dann unseren, also haben wir gesehen, die Fans, die brauchen ja immer Geld für ihre Choreos, für die ganze Saison. Und das ist so ihr Pain, dass sie immer dieses Geld auch beiseite haben, dass sie coole Choreos machen können. Und mit dieser Plattform haben wir eigentlich jetzt denen die Chance gegeben und auch den Need ausgelöst, dass sie probiert haben, möglichst viele Fans in ihren eigenen Reihen zu akquirieren, die auf diese Plattform kommen und dann eben interagieren, um Punkte zu sammeln, dass dann schlussendlich dann sie gewinnen und diese, glaube ich, 50.000 US-Dollar gewinnen können. Und bei der ersten Durchführung hat dann die Gruppierung von den ZSC Lions gewonnen. Und ihr seht, es geht eben hier mit dieser Plattform darum einerseits, dass man den Fans auch während dem, also wenn kein Spieltag ist, ein Erlebnis schafft. Also man hat, also man könnte auch jetzt, wenn kein Eishockey jetzt ist, auch die Champions Hockey League spielt jetzt nicht, also man könnte jetzt hier trotzdem mit den Fans interagieren und etwas Cooles aufgleisen. Und also ihr könnt euch vorstellen, die haben am Anfang, bevor wir das angefangen haben zu entwickeln und zu durchzuführen, haben sie sehr, also im kleinen Tausenderbereich haben sie Fandaten gehabt und jetzt haben sie eigentlich recht viele Fandaten über ganz Europa hinweg und mit diesen Daten können sie auch arbeiten. Und das Schöne ist jetzt, weil man eben die Fans, dann wenn sie eben, wenn sich einer einloggt, kann man den gut tracken und weiß seine Bedürfnisse etc. Und jetzt seht ihr auch, jetzt können wir hier auch automatisiertes Newsletter-Marketing betreiben, wo dann genau nur die Gruppierung vom EV-Zug zum Beispiel, die Fans bekommen jetzt ein Newsletter für die Spiele vom EVZ, wenn sie auswärts spielen, die von Bern bekommen wieder ein anderer Newsletter etc. Und die Fans haben jetzt auch, also diese Saison haben wir jetzt solche Online-Games, also letzte Saison besser gesagt, Online-Games auch produziert, wo sie eben während dem Tag, wenn kein Eishockey oder so ist, können sie immer wieder interagieren. Sie können an Quizzes teilnehmen. Und das ist eben das, was jetzt in diesem Bereich die Eishockey-Fans wollten. Und das ging eigentlich recht gut. Und das Schöne ist jetzt, oder man, klar, man bezahlt am Anfang für diese Fan-Challenge, für das ganze Grundsetup etwas, aber man kann das jetzt eigentlich über die Jahre hinweg eigentlich schön aufgleisen und immer wieder ein Erlebnis in ganz Europa mit den neuen Möglichkeiten jetzt in der Technologie hier anbieten. Aber wir standen da auch noch, wo wir gepitcht haben, eigentlich vor einer Herausforderung und wir haben dann auch hier so eine Roadmap aufgezeigt, oder? Ab März konnten wir beginnen und wir mussten das Ganze eigentlich schon im Juli launchen. Aber das Management hat immer alles herausgezögert und das sind eigentlich zwei Faktoren. Ein Faktor ist, dass sie nicht verstanden haben, um was dass es in einer solchen Plattform geht, wo eigentlich die ganze Community jetzt aus der internationalen Eishockey-Szene sich jetzt, ja, was können die machen, wie funktioniert das, oder wir haben das ihnen alles schön aufgezeigt, aber das Verständnis war nie richtig da. Also es brauchte sehr viel Überzeugungsarbeit und das andere war eben auch mit den Kosten, also das war jetzt nicht, also das hat jetzt nicht sehr viel gekostet, aber es waren trotzdem ein Kostenpunkt, wo sie so noch nie ausgegeben haben und dann waren das so die zwei Mechanismusfaktoren, wo sie dann immer gezögert haben, aber am schlussendlich haben sie dann gemerkt, ah, wir sammeln ja all diese Daten und mit diesen Daten können wir etwas machen. Plus, wir generieren ein Erlebnis, wo unsere Sponsoren sich eigentlich noch viel besser einbinden können. Also zum Beispiel, sie hatten NordicBet als Sponsor, das ist so ein Wettanbieter aus Skandinavien.
Und wir in der Schweiz dürfen ja nicht über solche Plattformen hier wetten, aber in Skandinavien schon. Also konnte man bei den Prediction Games, wo man da eigentlich auswählen kann, welches Team gewinnt etc., konnte man in den skandinavischen Ländern direkt die Wettquoten von NordicBet anbieten. Und auch hier gab es den Medienbruch, war dann hier eigentlich bei null, weil die Leute sehen, also konnten sehen, ah, der EV-Zug, der verliert, ah, 90% sagen auch, die verlieren, weil die Quote ist recht attraktiv. Komm, ich mache hier ein Konto oder komm, ich wette jetzt hier auf dieses Spiel, weil die Community sagt auch, dass zu 90% ein Sieg von Göteborg ausgeht und so weiter und so fort. Das war eigentlich dann, eben, das musste man eigentlich alles aufzeigen, damit dann eben die Champions Hockey League diesen Mehrwert sehen konnte. Und man, also sie haben bis jetzt noch keinen Hauptsponsor für die Plattform gefunden, aber auch dieser Hauptsponsor für so eine Plattform, also da könnten sie wirklich einen sehr hohen Betrag auch wieder verlangen, dass sich hier ein Sponsor eigentlich platziert auf dieser Plattform, weil der gesamte Traffic eigentlich der Champions Hockey League läuft dann tagtäglich immer über diese Website und nicht über ihre offizielle Champions Hockey League-Seite, sondern eben die Fans, die gehen auf die Fan-Challenge-Seite, wo dann alles schön abgebildet ist. Ich habe auch gesagt, mit den Prozessen, das mussten wir auch aufzeigen, dass sie eigentlich jetzt automatisiertes Newsletter-Marketing betreiben können. Sie konnten auch social-media-technisch alles aus einer Datenbank publizieren, tracken etc. Sie gewannen Datenmaterial, wo sie vorher überhaupt nicht hatten. Also jetzt kennen sie ihre Fans. Plus sie haben ein neues Fanerlebnis geschaffen. Und was auch noch sein Credo war beim Pitch, oder sie haben gesagt, sie sind mutig, sie sind unkonventionell, sie sind anders, oder? Und dann haben wir auch gesagt, hey, wir haben euch jetzt auch etwas präsentiert, wo es so noch nicht gibt in der Sportwelt mit so einer Plattform, alles drauf, und ihr habt diese Werte. Also wenn ihr die Werte einfach so hinschreibt, aber nichts macht, dann steht das ja in einem Widerspruch. Eben eure Kultur passt ja gar nicht zu dem. Und dann eben war das dann für uns auch ein Argument, dass eigentlich ihre Werte genau diese Plattform da ausdrückt. Genau, so die Learnings jetzt aus diesem Fan-Engagement. Also wir stoßen hier wirklich bei großen Clubs auch immer auf sehr offene Türen, weil wie ihr da jetzt seht, ist eigentlich das Wichtigste diese Datenbasis, weil diese Datenbasis ist aktuell alles in 30 verschiedenen Silos, kommen da die Daten rein, einerseits vom Ticketing, Merchandising, dann noch CRM, dann noch von den Sponsoren etc. Aber die wissen jetzt, keiner weiß, ah, der Flavio, der ist auch noch mit seiner Firma da Sponsor, ah, und der spielt sogar noch bei den Senioren, ah, und der kommt eigentlich an jedes zweite Heimspiel, er kommt dann immer mit dem, und er ist immer 2 Stunden vorher dort, oder nach dem Spiel ist er noch 2 Stunden an der Bar etc. Das wissen sie alles nicht, obwohl sie eigentlich diese Daten hätten. Aber die sind alle nicht zentralisiert, sondern alle schön einzeln in einem Silo. Und das ist das Wichtige, dass man diese Datenpunkte jetzt in ein Datenpool nimmt und dann eben mit künstlicher Intelligenz kann man da dann sehr attraktive Sachen ausprobieren. Und nachher ist wichtig, das wisst ihr selber, wenn ihr dann auf eine Website geht, ich bleibe jetzt beim Beispiel vom FC Barcelona, geht man auf die Website und ich bin jetzt Messi-Fan, dann sollte das Ziel sein, wenn ich auf die Website komme, bekomme ich dann sozusagen meine Welt rund um Messi. Und um Ter Stegen, das ist der Torhüter, den interessiert mich überhaupt nicht. Dann bekomme ich auch da keinen Content zu ihm. Und wenn es dann ein Meet and Greet gibt mit Messi, dann wird das an mich gepusht, weil sie wissen, hey, der ist Messi-Fan. Oder auch wenn das neue Shirt rauskommt, hey, Flavio ist Messi-Fan, dann zeigen wir ihm nicht einfach das neue Shirt von irgendjemand, sondern wir zeigen dann das von Messi etc. Also die ganze Personalisierung kann man dann machen, wenn man die Daten eigentlich schön zentralisiert hat, kann man wirklich sehr, und das ist eigentlich auch das Marketing von morgen, also nicht nur jetzt im Sportbereich, sondern überall, also sehen wir so, dass das alles sehr persönlich ist und sehr individuell. Nachher eben mit den neuen Technologien, Möglichkeiten, die es gibt und auch mit einer gewissen Kreativität, kann man dann innovative Maßnahmen, die ich jetzt da mal gezeigt habe, einfach so kurz mit der Drohne und das im Stadion, solche Aktivitäten durchführen. Das ist neu und es schafft auch wieder ein Erlebnis für die Fans oder für alle Stakeholder.
Und so steigert man einerseits dann das ganze Engagement seiner Community, aber andererseits geht auch Umsatz und der ganze Brand Awareness steigt. Und mit diesen Maßnahmen sammelt man wieder Daten, die kommen dann unten wieder in diesen Datenpool rein und man kann noch personalisierter, noch innovativer das Ganze ausüben und dieser Kreislauf wird sich dann so über die Jahre immer schön verstärken. Genauso die Learnings, die wir jetzt einfach haben, ist immer wichtig, dass man Emotionen weckt, eine gewisse Dramaturgie aufbaut, sei das jetzt kampagnentechnisch oder ebenso mit solchen Games etc. im Stadion, wie auch immer. Also es ist nicht nur die Verantwortung von der Sportorganisation, sondern da kann jetzt auch ein Unternehmen, ebenso Coca-Cola, Emmy oder was es alles gibt, die können sich hier auch sehr gut positionieren und aktiv auf die Clubs eingehen. Dann ist wichtig eben, dass man eigentlich die Fans, und das sehen wir im Sportbereich, die Fans, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn die Fans großes Interesse haben, die Fans interagieren, dann sind alle anderen Stakeholder dann automatisch in der Lage, vom Sportclub her oder vom Unternehmen auch her, dass man die eigentlich dann so erfolgsorientiert einsetzen kann und mit denen auch spielen kann. Und hier ist einfach auch immer wichtig zu sagen, dass man da nicht einfach etwas macht, dass man Daten sammelt, sondern dass der Fan das eigentlich gar nicht groß merkt, dass ich hier jetzt die Daten wieder preisgebe. Sondern das muss wirklich ein Mehrwert sein und nicht einfach ein Formular füll aus, dass wir deine Daten haben. Du bekommst dann schöne E-Mails von unseren Sponsoren mit spezifischen Angeboten. Dann ist auch wichtig, und da sehe ich jetzt auch ebenso junge Leute wie an der Hochschule Luzern, die sich jetzt ebenso auch in einer Sportorganisation niederlassen und jetzt eigentlich ihren Job beginnen. Also die haben da eine sehr gute Chance, weil eben das Ganze ist im Sport gar noch nicht so verankert. Und auch solche Projekte, die wir jetzt da durchführen, ich wollte es nur mit der Champions League ein wenig andeuten. Es geht hier um sehr viel Aufklärungsarbeit und Überzeugungsarbeit, was alles möglich ist. Oder? Und das ist dann eben der Punkt vom Change Management, wo eigentlich dann sehr wichtig ist. Oder auch die Projekte, die man durchführt, jetzt wie jetzt diese Plattform für die Champions Hockey League, also das ist jetzt die dritte Saison, so wie wir das durchführen. Und am Anfang war das wie ein kleiner Prototyp. Dann kamen dann die Online-Games und weitere Interaktionsmöglichkeiten dazu. Aber das ist auch immer wichtig, dass man mit kleinen Projekten einmal beginnt, sozusagen in Sprints arbeitet und das Ganze dann stetig ausbaut, erweitert und auch die ersten Erfahrungswerte von solchen Maßnahmen eigentlich sammeln kann und so das Ganze noch einmal verfeinern und verbessern kann und eben, dass man schlussendlich neue Technologien einsetzt, die eben einen Mehrwert bieten. Und die Kernfrage ist eigentlich immer, wie kann ich einen Mehrwert bieten? Sei das jetzt vom Unternehmenseite her, das gerne im Sponsor, also im Sportbereich, sich positionieren möchte, oder sei es eben dann von einer Sportorganisation, damit sie ihre Community noch stärker integrieren kann in ihre Aktivitäten. Genau, das wäre es mal fürs Erste. Jetzt weiß ich nicht, ob es Fragen, Anmerkungen, was auch immer gibt. Nur zu mit den Fragen. Sonst hätte ich schon mal eine. Vielleicht damit die anderen ihre Frage in Ruhe formulieren können. Es gibt ja auch E-Sports. Also die sind ja von Denatura, digital. Wie ist da der Einfluss? Wie funktioniert das Marketing dort? Gibt es von dort her eine Art Inspiration, wie man das auch in Nicht-E-Sports umsetzen könnte? E-Sports ist, also sehen wir, ist eine andere Schiene, weder der reelle Sport, wo man macht. Das ist eine andere Welt. Und ja, vergleichen kann man es schon, dass man dort Approaches sieht, die funktionieren, Ansätze in der E-Sports-Welt, wo man dann eigentlich in die reale Welt sozusagen in einem Fußballstadion dann auch einbinden kann und mit den Fans interagieren kann, absolut. Aber wir sehen auch, dass das einfach noch zwei Paar verschiedene Teilbereiche sind, die trotzdem ein wenig anders ticken.
Und da kann man wirklich jetzt auf deine Frage zurückzukommen, kann man Ansätze, wo man dort hat, zum Beispiel wie in einem Live-Chat oder so, könnte man das dann auch abbilden in diesem Game Center oder in diesen, ja, eben in diesem Live-Ticker, kann man da auch diese Learnings wirklich einbeziehen, wo halt beim E-Sports wirklich nur alles digital durchgeführt werden kann, weil da ja nicht groß, also doch, in Asien sind da auch die Stadien voll, aber dort interagieren die Leute auch anders, weil das noch ein anderes Zielpublikum ist, weder in der realen Sportwelt. Okay, danke. Weitere Fragen? Ich hätte eine Frage. Also jetzt sind die Stadions ja nicht voll. Die Spiele werden vor keinem Publikum ausgetragen. Hat das jetzt schon Auswirkungen, dass Sponsoren ihre Sponsorings zurückziehen? Weil, ja, okay, man kann Fußballspiel im Fernsehen schauen, ich habe die Bandenwerbung, aber vielleicht ist es auch für viele Sponsoren nicht mehr so interessant, wenn die Spiele, ich weiß nicht wie lange, vielleicht nächstes Jahr auch noch, nicht vor Publikum durchgeführt werden. Genau, also das kann ich jetzt einfach so aus dem Erfahrungswert, wo ich jetzt habe, es ist jetzt, also jetzt kommt der Punkt, wo die Sportclubs zu uns kommen und sagen, wir brauchen jetzt neue, genau, Möglichkeiten für Sponsoren im Hinblick auf Corona, dass die Stadien leer sind, um sich zu präsentieren. Das ist absolut so, dass das jetzt langsam kommt und ich denke, die Sponsoring, die jetzt auch eben bei diesen Sportclubs eingegangen werden, sind auch sehr auf einer emotionalen Basis. Also da ist ein Bezug da. Und der Sponsor kann sich jetzt auch in diesem Aspekt eigentlich positionieren, dass er sagt, hey, wir unterstützen jetzt den Verein trotzdem, obwohl wir jetzt diese Reichweiten etc. nicht generieren können. Das wird ein Sponsor für ein Jahr machen. Aber jetzt kommen sie und die Clubs merken langsam auch, dass die Verhandlungen mit den Sponsoren jetzt eigentlich härter werden, beziehungsweise sie sagen, ja, müssen wir jetzt wirklich 1 Million zahlen, obwohl wir jetzt unsere Banden oder Innenbandenwerbung niemand sieht. Und da ist jetzt schon der Punkt da, wo die Sportclubs eigentlich reagieren müssen und den Sponsoren Alternativen anbieten, ja. Ist auch schwierig für Sportmarketing, oder? Also es geht, also wie du siehst, jetzt so mit diesen Möglichkeiten, es gibt, also sie hätten das Potenzial wie auf einer Website oder auch mit, also ich habe das schon lange platziert, dass zum Beispiel ein Online-Anbieter oder man sieht auch so Online-Anbieter, die machen ja nicht so viel Sportsponsoring in diesem Bereich. Also es gibt schon die einen oder anderen, aber... Oder was wäre jetzt zum Beispiel, das nehmen wir Galaxus als Beispiel. Galaxus wird Sponsor von einem Eishockey-Verein. Nehmen wir jetzt mal die SCL Tigers als Beispiel. Nachher wäre ja die Möglichkeit, dass jeden Mittwochmorgen nach dem Training muss ein Spieler eine Challenge machen. Eine Challenge zum Beispiel 10 Pucks an der blauen Linie und dann stehen da 10 Zahnbürsten von Braun, wo jetzt Galaxus pushen möchte, sind da im Tor angehängt und nachher heißt also, jetzt schießt hier ein Spieler von den SCL Tigers 10 Mal auf das Tor und jede Zahnbürste, die er trifft, gibt es 10% in den nächsten 48 Stunden. Und dieser Ansatz, der wäre cool, weil da kann man trotzdem den Sponsor super präsentieren, er hat sogar noch einen Mehrwert, aber eben wenn man mit solchen Ideen auf, eben sei es jetzt auch auf Galaxus-Seite geht oder auf Sportclub-Seite, da braucht es so viel Erklärungsbedarf und das ist ja so ein Aufwand. Nein, ist es nicht. Also man kann eine coole Landingpage machen, im Look and Feel von Galaxus, dann immer dieses Angebot promoten, dann nach dem Training muss da jemand kurz, und die haben heutzutage Social Media Manager, kurz 15 Minuten Zeit nehmen, das durchführen, die Sache ist erledigt. Aber du siehst, oder das ist das Problem, dass man so auf solche kreativen Ansätze und oh nein, das ist noch mehr Aufwand, da müssen wir, ich verstehe es nicht. Drum wird hier einfach alles sozusagen immer heruntergespielt.
Und vielleicht noch eine andere Thematik. Also wir hatten auch noch viele andere Ideen während dem Spiel, dass man zum Beispiel die Zuschauer zu Hause, wenn es jetzt ein Tor gibt fürs Heimteam, dann können sie auf den Button klicken für Torsong oder was auch immer und dann kommt der immer lauter. Oder wenn der Schiedsrichter etwas pfeift, ist ja jetzt im Stadion Ruhe, aber dann kann man sagen, ah nein, das ist keine Strafe oder Pfeifkonzert, wenn es ein Powerplay gibt, wie auch immer. Aber das darf man wieder nicht wegen den TV-Rechten, weil es muss immer authentisch sein. Also das heißt dann eben authentisch, ja, es sind keine Zuschauer im Stadion, also darf jetzt auch kein Pfeifkonzert kommen. Also man ist da, sind halt auch wieder die Sportclubs eigentlich gebunden, also wo ich am Anfang auch nicht verstanden habe, aber an das ganze TV-Recht, also das ist eigentlich recht hart. Und darum sind solche interaktive Momente, wo man denkt, das sei ja jetzt logisch zum Machen, eigentlich gar nicht möglich. Merci. Noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage an dich, Flavio. Machst du auch Review von bestehenden Sponsoring-Konzepten von so Sportverbänden, die da auch, also ist eher eine Neben-, also eine Randsportart, aber weil da jetzt neue Stadien, Infrastrukturen gebaut werden, brauchen sie mehr Geld. Und ich zweifle, ob das bestehende Konzept gut ist oder innovativ genug. Machst du auch solche Reviews oder wie müsste man das? Und was würde dann bei dir so ein innovatives Konzept kosten? Genau, also ich kann da, also machen wir auch, also wir machen jetzt nicht also so, dass wir jetzt ein Review machen, sondern es heißt einfach, das ist folgende Ausgangslage, wir haben uns das mal überlegt, aber wir wissen nicht, wie wir jetzt auf die 500.000 kommen. Also wir haben für den SC Kriens dazumals für das neue Kleinfeld, die standen eigentlich genau vor der gleichen Thematik. Die sagten, okay, wir brauchen jetzt Geld. Wir können schon einiges liefern an Geldern, aber man braucht noch etwas. Und sie wissen auch, sie haben eine starke Community, so der Underdog, SC Kriens und so, sehr sympathisch. Also wie können wir jetzt eigentlich auch wieder unsere Fans oder unsere Supporter eigentlich ja, auch zu motivieren, einen kleinen Teil beizutragen. Und dann haben wir jetzt in diesem Fall so eine Crowdfunding-Aktion lanciert, wo man dann eben genau wieder auf den Verein, auf die Sportart eingegangen ist. Wie kann man jetzt eigentlich die Fans animieren, dass sie trotzdem jetzt 100 Franken bezahlen. Also wir haben dann da so ein spezifisches, limitiertes SC Kriens-Shirt gemacht, ja. Wo dann einfach so ja, Legendenstatus ist. Man weiß, oder 1944 gegründet, also es gibt genau 1944 solcher Shirts. Und dieses Shirt war dann auch wieder gekoppelt für das Eröffnungsspiel. Man wusste, oder die haben ja ein Stadion gebaut, wo nicht 20.000 reingehen, sondern ein paar Tausend. Dann wusste man, okay, die werden dann gegen eine namhafte Mannschaft aus der Bundesliga oder wer auch immer das Eröffnungsspiel abhalten. Also wenn ich jetzt hier 100 Stutz gebe, habe ich eigentlich meine 100 Stutz eigentlich schon wieder zurückbekommen. Mhm. Oder? Und da sind wir, so gehen wir das Ganze eigentlich an, dass wir diesen Case anschauen und also in einer ersten Phase machen wir das auch immer kostenlos, dass wir mal anschauen, hey, diese Möglichkeiten gibt's. Und dann sitzt man an einem Tisch und schaut dann an, wollen wir durchführen oder wollen wir nicht durchführen. Okay. Okay, danke. Super. Ich glaube, wir sind von der Zeit her langsam durch. Es ist fast eine Stunde, super. Vielen, vielen Dank, Flavio. Für alle, die noch Fragen haben an Flavio, er hat seine Kontaktdaten eingeblendet und wird vielleicht nicht gerade über Weihnachten, Neujahr, aber sicher dann im neuen Jahr antworten. Allen anderen, ich danke euch herzlich für eure Teilnahme so kurz vor den Festtagen. Das ist super, hätten wir nicht gedacht, dass noch so viele sich für dieses Thema interessieren, das offensichtlich spannend ist. Ja, bleibt mir nur noch euch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Vielen Dank.